Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter mit dem Abarth. Wie ihr festgestellt habt, ist es leicht eskaliert. Wenn man hier so... Ja, ist irgendwie leer. Ja, ne? Aber ich krieg's einfach nicht hin, wenn man jetzt dann schon so weit ist, nicht nochmal die 2 Stunden zu investieren, den ganzen anderen Quatsch alles abzubauen, weil wenn das Auto jetzt eh zum Lacker geht, dann können wir einfach solche Bereiche mitlackieren, ne? Weil wir wissen alle, wie es am Ende enden wird. Die Kiste wird einfach nur überkrass und ja, egal. Lieber einmal lacken lassen. Aktuell gibt es eh noch keine Events, beziehungsweise aktuell sind viele Track Days nur für Profifahrer, das heißt mit Rennlizenz. Ich habe keine Rennlizenz, noch. Deswegen ist es aktuell mit Fahren nicht ganz so einfach. Gibt immer Möglichkeiten, aber egal. Wir haben aktuell eh, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, so viel um die Ohren, so viel am Tun mit dem Umbau und so weiter. Aber da kommen wir über später nochmal zu. So, jetzt zeige ich euch erstmal was ich gefeiert habe. In diesem Video geht es prinzipiell nochmal um Thema Vorderachse. Den letzten Punkt, den wir in diesem Auto noch versteifen müssen. Hier seht ihr nochmal unseren Rahmen, den wir ja mit Nils gebaut hatten, aus Chromo. Feier ich übelst. Sieht einfach krass aus. Sieht irgendwie einfach wie in dieses Auto reingebaut aus. Wird natürlich noch schwarz gepulvert. Aber man sieht halt einfach, dass die Achse ist an 2 Punkten mit der Korse verschraubt, hinten und vorne. Das zeige ich euch später lieber nochmal ausgebaut. Das ist nochmal einfacher, aber nur so fürs Verständnis. Hinten, vorne verschraubt. Das heißt, alles ab da hängt mehr oder weniger frei. Und deswegen haben wir aus dem krassen Chromo-Material diesen Rahmenunterzug drunter gebaut. So, der ist im Radhaus und hier vorne massiv verschraubt, hier doppelt verschraubt und in der Mitte abgestützt. Das heißt, da geht richtig was. Guck, also er ist jetzt noch nicht mal... Also ich bin gespannt. Also ich glaube wirklich, man merkt es schon so, wenn man das Ding in der Hand hat, dass das was bringt. So, jetzt war allerdings das Problem, dass man nach dem Schweißen das Ding natürlich gar nicht mehr rauskriegt. So, weil das natürlich bei so, ich nenne es jetzt mal, geometrischen Teilen, die man in einen Raum reinbaut, ist natürlich das Problem, man muss sie auch wieder rauskriegen. Das war übrigens früher in der Entwicklung immer ein Riesenproblem. Heutzutage kann man das mit diesen CAD-Simulationen immer perfekt simulieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Luftfilterkasten reinkonstruiere, kann ich natürlich gucken, ob der wirklich durchgeht oder ob diese Form, dieses Volumen irgendwo aneckt. Deswegen mussten wir nochmal ein kleines Upgrade machen, und zwar hier und hier haben wir jetzt diese Schnellverschlüsse eingeschweißt. Das heißt, das ist Vollmaterial und wir können jetzt ganz einfach diese Strebe rausnehmen. Das heißt, immer wenn wir irgendwie, keine Ahnung, an den Motor müssen oder irgendwas machen müssen, dann können wir einfach 4 Schrauben lösen und können ganz entspannt... Also nach und nach, je länger ich an dem Arbeit bin, ihr merkt, das ist alles so ein bisschen Erfahrungssache. Aus den letzten Jahren baue ich mir das Auto wirklich so, wie ich der Meinung bin, dass ich am Ende maximal gut dran schrauben kann. Weil, brauchen wir uns nichts vormachen, dieses Auto wird auf jeden Fall eine Dauerbaustelle bleiben. Heißt einfach, gerade wenn es dann erstmal losgeht auf der Rennstrecke, wird ständig irgendwas sein. Und deswegen ist es wichtig, solche Sachen immer so zu bauen, wie man später im Betrieb am besten mitarbeiten kann. Und da war halt diese Lösung hier wirklich genial. Weil man löst einfach nur diese 4 Schrauben. So, und jetzt zeige ich euch. Ist da eine Verzahnung zwischen und man kann diese ganze Stange einfach rausnehmen. Verstehe. So, dieses Teil ist Vollmaterial, das heißt, es ist natürlich ein bisschen schwerer. Mhm. Aber die Steifigkeit ist gleich wie einfach nur ein Rohr. So, und jetzt könnt ihr, wie ihr seht, perfekt Motor ein- und ausbauen. Ich kann jederzeit das wieder drauf. Und fertig. So, nicht wundern, warum ich die Schrauben nach unten gemacht habe, in weiser Voraussicht. Weil ich weiß nämlich, hier sitzt Ladeluftkühler, hier gehen die Schläuche lang und so weiter. Und wenn ich das später im Betrieb mal rausnehmen will, komme ich von unten definitiv besser an. Ja, so, das war Punkt Nummer 1. Jetzt kommt ein allerletzter Punkt. Dann sind wir auch wirklich mit dem Thema Versteifen durch. Hinterachse haben wir ja, Karosse haben wir, Käfig haben wir, Vorderwagen haben wir, punkto Achse. Das Ganze bringt natürlich nichts, wenn der Achskörper an sich zu weich ist. Und deswegen werden wir in diesem Video diesen Achskörper auch noch versteifen. Eigentlich wäre natürlich unser Stil diesen ganzen Achskörper, weil das machen wir nämlich gerade bei Marius. Das wisst ihr zwar noch nicht so, aber wir sind da auf jeden Fall im Gange. Diesen kompletten Achskörper einmal neu bauen, auch aus Chromomaterial. Das heißt, es ist nicht mehr so ein fetter Wulst, sondern es ist wirklich nur noch gezielt. Dort, wo wir Streben brauchen, ist eine Chromostange. Würde jetzt den Rahmen sprengen, weil wir wollen ja dieses Jahr definitiv noch fahren. Deswegen nehmen wir uns den Original-Achs
Körper vor und werden den irgendwie versteifen. Jetzt müssen wir mal einmal gucken, was wir dort machen können. Also Plan ist es, ihr seht ja, das sind eigentlich zwei Hälften, die zusammengesetzt sind. Diese beiden Hälften sind gar nicht durchgeschweißt, sondern sind ähnlich wie eine Karosse, nur zusammengepunktet. Das heißt, wir werden auf jeden Fall diese ganze Kante durchschweißen. Und dann überall, wo man hier so, ja, so offene Stellen sieht, versuchen wir das natürlich auch alles durchzuschweißen, dass das wirklich schon brutalst aneinander gebraten ist. Zusätzlich habe ich mir überlegt, wir werden Löcher durchbohren durch den ganzen Achskörper von oben nach unten, werden Vollmaterial durchstecken, beziehungsweise nicht Vollmaterial, sondern eine Art Chromostange und werden diese verschweißen. Das heißt, die obere und die untere Hälfte ist dann wie mit einem Zuganker verbunden. Das machen wir auch noch. Ist nicht viel Aufwand, das Ergebnis wird aber, glaube ich, schon, das wird man schon merken. Weil man darf immer nicht vergessen, das sieht man jetzt hier gerade ganz gut, dass wenn wir später mit Slicks volles Ballett auf 90 Grad Temperatur oder 80 Grad über die Curbs fahren, und euch ist ja bekannt, wie hoch die Curbs an der Nordschleife sind, dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wenn du mit dieser Traktion, weil man kann sich diese Traktion immer gar nicht vorstellen, wenn man einen Straßenreifen gewohnt ist, der Slick ist einfach nochmal eine andere Welt. Das heißt, hier gefühlt denkt man als Fahrer eh schon, das ganze Auto muss gleich einfach nur auseinanderbrechen. Und diese ganze Kraft geht ja komplett über die Achse. Weil jegliche Kraft, die dämpfend ist, geht oben ins Federbein, geht übers Dom. Aber jegliche Kraft, die links-rechts ist, wenn man gegen den Körb fährt, geht ja wirklich komplett durch diese Querlenkeraufnahme und durch die hintere Querlenkeraufnahme in den Achskörper, in die Karosse. So, und das heißt, diese Bereiche müssen wir versteifen. So viel dazu. Ich würde sagen, wir gucken uns den Achskörper mal ausgebaut an. Also, witzige Geschichte. Marius wollte mir mal wieder einfach ein bisschen Arbeit abnehmen. Und hat sich an diese Achse rangetraut, hat angefangen zu schweißen und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie er sich aufgeregt hat, weil aus jeder Ecke kam noch irgendein Dreck. Beim Mack-Schweißen ist es ja immer so, das werdet ihr gleich sehen, das spritzt wie Sau und je dreckiger es ist, je mehr spritzt es. Er dachte, wir machen es ein bisschen sauber, er schweißt los, falsche Reihenfolge, deswegen habe ich die Achse jetzt komplett strahlen lassen und jetzt sieht sie so aus. Krass, ne? Was man mit ein bisschen Strahlen immer ausmachen kann. Die sieht sauber aus, ja. So, jetzt kann man wirklich loslegen und hier überall strahlen. Aber die Achse sieht so krass aus. Wir machen erstmal eine Sache. Ich rufe erstmal Marius an. Der weiß nämlich noch nichts von seinem Glück. Er hat sich so aufgeregt. Ich bin mal gespannt, ob er sich immer noch so aufregt. Ich wollte dir nur kurz die Achse zeigen und wir hätten gerne noch mal eine Erläuterung, wie sehr du dich aufgeregt hast beim Schweißen hier. Ich kann dir meine Arme zeigen, wie sehr sie zerstört sind. War scheiße oder was? Ja, keine Ahnung, was das für Material war, aber das war irgendwas polnisches Uncooles auf jeden Fall. Aber pass auf, ich habe mir gedacht, ich bringe das Ding mal kurz da hier zum Strahlen, guck dir, wie es jetzt aussieht. Ja, schön, dass du sie jetzt zum Strahlen bringst, wo ich fertig bin, finde ich super von dir. Ja, das hätten wir uns irgendwie vorher mal überlegen können, ne? Guck mal hier. Ja, auf jeden Fall, ja, hätte man vorher machen können. Ja. Aber ich kann da jetzt gerne noch, ich fürchte, du hast noch Änderungswünsche, die kann ich gerne noch für dich vornehmen. Nee, ich habe hier schon, also Maschine läuft schon warm quasi. ich ziehe jetzt selber noch schnell ein paar Dinger rüber und dann kann das Ding mich wieder direkt zurück zum Pulvern. Ja, zieh dir ruhig einen anderen Pulli an, vorsichtshalber. Ja, alles klar. Trotzdem danke. Ciao. Ja, wie ihr gesehen habt, er war begeistert. Der hatte Spaß daran, glaube ich. Pulli ziehen wir keiner. Nein, es ist halt einfach so, jeder kennt das. So bei diesen Überschneidungen, wenn da ein bisschen Dreck hinter ist, hast du halt immer Baustelle. Ja. So, egal, wir ziehen das jetzt trotzdem durch. Wir machen jetzt erstmal Folgendes. Erstmal brauche ich einen Helm. Dann ist das Schweißgerät aktuell garantiert auf Marius eingestellt. Wir brauchen aber eigentlich, ich sag jetzt mal Vollgas. Wir fangen mal mit Stufe 6 an. Ist auf Marius eingestellt, wir brauchen aber Philipp. Ja, der schweißt 1 mm Blech an der Karosse. Das sind jetzt eher 2,5 Minimum. Das heißt, wir brauchen mehr Power und ganz wichtig, wir brauchen natürlich auch mehr Draht. So, das heißt, wir drehen jetzt den Drahtvorschub auch direkt ein bisschen hoch. Ich würde jetzt mal so mit 45 anfangen. Das Coole bei dem Schweißgerät ist übrigens, man kann mit 230 Volt oder mit Starkstrom mit 400 Volt arbeiten und das einfach umschalten. Eigentlich müssten wir sogar auf 400 gehen, aber das sollte eigentlich so reichen. So, was wollen wir jetzt eigentlich machen? Folgendes. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Was machen wir eigentlich? Jetzt sieht man natürlich viel, viel schöner als vorhin, wo wir lang schweißen wollen. Aktuell sind diese beiden Blechhälften einfach nur mit diesen Punktschweißungen verbunden.
So, an manchen Stellen hat Marius schon nachgeschweißt, hier zum Beispiel. Das wollen wir jetzt natürlich aber alles noch ein bisschen intensiver machen. Hier seht ihr die besagten Dinger, die er schon gesetzt hat. Das ging nämlich vom Schweißen her. Das heißt, Loch reingebohrt, Stift durchgesteckt und einen Kragen rumgemacht und wieder zugeschweißt. Das heißt, die beiden Blechhälften sind jetzt nicht nur außenrum zusammengehalten, sondern auch an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Punkten. Das finde ich schon mal richtig, richtig gut. Eigentlich hätte ich gerne hier noch so Winkel zwischen gemacht. Es geht ja immer dabei, wenn man Steifigkeit hinbekommen will, muss man Dreiecke bauen. Das heißt, man braucht Abstützung. Jetzt habe ich allerdings gesehen, das sollten wir lassen, weil hier läuft die Antriebswelle lang und hier läuft das Lenkgetriebe lang. Das heißt, es muss leider genauso bleiben. Aber wir können auf jeden Fall gewisse Bereiche nachschweißen. Hier zum Beispiel. Diese Kante da drin. Sowas würde ich gerne nochmal nachschweißen. Dass da die Bleche definitiv fest aneinander sind. Dann sowas hier. Hier kann man definitiv nochmal eine Naht reinlegen. Da kann man nochmal eine Naht reinlegen. Und so stückchenweise müssen wir uns hier durchkämpfen. So, hier komplett. Weil eigentlich ist das ja eine Karosserieverschraubung. Das heißt, hier ist das Ganze fest. Das heißt, es kann auf jeden Fall nicht scheitern. Schaden. Hier, das ist alles nur im Mühbereich. Aber es ist jetzt halt gerade kein Aufwand. Das heißt, wir können da einfach ein paar Nähte reinlegen. Ne? So, je dreckiger es ist, je mehr wird es am Ende leider stürzen. Jetzt brauchen wir einen Seitenschneider. Dieses Scheißgerät, ne? Das hatte ich schon mal erzählt. Das ist mittlerweile, glaube ich, 15 Jahre alt. Ne? Echt? Und da habe ich den Golf 1 damals schon mit geschweißt. Ach, krass. Und schweißt bis heute. So, dann geht es auch schon los. So, da habt ihr jetzt so ein bisschen schon mal gehört, wie das so knallt und brutzelt. Das ist halt immer der Unterschied zwischen Mack und Wickschweißen. Ne? Hm. Wickschweißen ist immer so sauber, dass da nicht so viel kommt. Ja, aber das ging auch gerade. So, das heißt, also man hat vom Geräusch her schon so ein bisschen gehört, wenn das so nicht sauber klingt, sondern so ein bisschen brabbelt, dann heißt das immer, dass die Stromstärke nicht reicht. Also, dass er nicht genug Saft hat. Das heißt, wir drehen jetzt noch weiter auf. Das ist jetzt Stufe 8 auf 230 Volt. Wenn das jetzt immer noch so ist, dann müssen wir Strom wechseln. Ich nehme Abstand hier. Ja, kannst ruhig ein bisschen weiter wegbleiben. Das klingt schon besser. Oh, das war die Sicherung. Das war jetzt so viel Bums, dass unsere Sicherung dafür nicht kann. Ich mach's mal schnell wieder ran. Jawohl. Guck mal, ich sehe dich sogar noch hier. Ja, die Kamera. Die Kamera kann das. Mehr sehen als wir immer. Das sieht doch wieder nach Licht aus hier. So, pass auf, jetzt zeige ich euch kurz. Es gibt beim Schweißen, beim Mack-Schweißen immer zwei Wege, die nach oben führen. Variante 1 ist, man zieht eine ganze Naht durch. Variante 2 ist, man macht es ähnlich wie der Stalus, das bei Marius am Golf hier gemacht hat. Man kann das Ganze natürlich auch Punkt an Punkt schweißen. Das heißt wirklich immer einen Punkt und den nächsten. Wie man das am Ende macht, ist jedem selbst überlassen. Ich persönlich finde eigentlich die Variante, wie hier auch im Käfig ist, Punkt an Punkt, cooler. Dauert wahrscheinlich aber viel länger, oder? Nee. Echt nicht? Nee, gar nicht unbedingt. So, wir brauchen aber auf jeden Fall viel mehr, ein bisschen mehr, das war ein bisschen zu viel, ein bisschen mehr Draht. Drahtvorschub heißt übrigens, wenn ich drauf halte, wie schnell der Draht hinterherkommt. Mhm. Das stellen wir quasi gerade ein. So, weil jetzt war Power da, aber der Drahtvorschub war definitiv ein bisschen zu lasch noch. So, Entdeckung. So, das war jetzt Nummer Uno. Jetzt gucken wir mal, was hier an Gas los ist. So, jetzt können wir euch hier einmal zeigen. Okay, da werden jetzt einige sagen, sieht jetzt nicht so schön aus. War ja auch die erste Naht. Nee, ist halt relativ dreckig. Hier sieht man zum Beispiel bei dem Punkt, sieht er, dass er da gar nicht richtig angefangen hat zu schweißen bei dem letzten. Hm. Also bei dem vorletzten, weil das noch gar nicht so richtig schön verlaufen ist. Ne? Das heißt, wir brauchen eigentlich leider mehr Strom. Okay, aber die Stelle so reicht auf jeden Fall. Da jetzt nochmal rüber, das bringt definitiv nichts. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel weitermachen mit hier drin. So, ihr seht selbst jetzt daran gerade, dass selbst nach dem Strahlen da immer noch Dreck drin ist und dieser Dreck verbrennt natürlich. Und dann sieht das Ganze so aus. Also es gibt wirklich nichts
ekligeres, als sowas zu schweißen. Zack. Aber siehst du, wird schon besser, ne? Ja. Kann man das schon machen. Und auch diese ganzen Kügelchen und so, das ist halt wirklich immer Dreck. Dreck, der rumspritzt. So, und wenn man hier so reinguckt, sieht man auch warum, weil da ist halt immer noch ein bisschen alte Farbe und so weiter. Ja. Mein Bauchgefühl sagt mir, wir gehen mal auf Starkschrauben. Okay. Also, jetzt laufen wir auf Starkschrauben. Das heißt, wir drehen jetzt lieber ein bisschen runter. Weil Stufe 8 auf Starkschrauben wird schon... Das scheppert. Wird schon mehr Bums hinter sein. Das heißt, wir fangen mal bei 6 an. Sonst gefällt mir das eigentlich schon gar nicht so schlecht. Noch hat er überlebt, der Pulli. Ich stehe schon 7 Meter entfernt. Das spritzt immer noch bis zu mir. Ja, das ist halt, deswegen kann ich es auch verstehen, dass manche Leute auf Max-Schweißen keinen Bock haben. Mhm. Aber es ist halt einfach so. Liegt einfach daran, dass man die, beim Wick-Schweißen erzeugt man mit der Elektrode in der Mitte einen Lichtbogen, welcher die beiden Materialien schmilzt und man sie mit Zusatz verlaufen lässt. Mhm. Hier geht jeglicher Strom durch die Elektrode in der Mitte. Das heißt, man drückt immer wieder, wie wenn du bei Batterie plus minus aneinander machst, so kommt man immer wieder gegen das Material und erzeugt theoretisch einen Kurzschluss. Okay. So, ja, ich würde sagen, für die Schnelle reicht das so auf jeden Fall. Wir haben jetzt zu wenig Strom, brauchen theoretisch tatsächlich mehr. So, wir gehen mal auf 7 und gucken mal, ob wir noch eine Stelle finden. So, jetzt können wir zum Beispiel hier drin mal, das wirst du nicht filmen können, aber ich versuche jetzt mal hier drin diese Blechüberlappung zu machen. Da brauche ich ein bisschen weniger Strom für. Und da brauche ich auch viel, viel weniger Draht für, weil ich einfach weniger füllen muss. So, und dann kommt man halt auch irgendwann immer mit seinem hier an die Grenze, wie man rankommt oder auch nicht rankommt. So. So. Das können wir ein bisschen sauber hier. So, jetzt hat das auf jeden Fall richtig Verbindung da. Bin mal gespannt, ob man auf der Kamera hört, also der Fachprofi wird es immer hören, ob es gut schweißt oder nicht schweißt. War jetzt zum Beispiel ein Tucken zu wenig Strom, deswegen wird die Raupe so ein bisschen dicker. Es brennt nicht ganz so durch. Also klar, jetzt hätten wir wieder weniger Vorschub machen müssen. Aber das sieht doch so schon ganz... Das sieht doch schon ganz gut aus. Ja, da habe ich noch eine. Pass auf, da können wir jetzt mal alles geben. Jetzt machen wir mal hier Stufe 8 und ein bisschen mehr Draht. Und dann gucken wir mal, dass wir da richtig sauber mal einen rausgezimmert kriegen. So, das war jetzt alles, was das Schweißgerät kann. So, verbunden ist es auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch mal irgendwo eine Naht setzen können. Soll ich es gleich nochmal zeigen? Dass wir mal ein bisschen durchgehend machen. Bei sowas hier ist halt die Hölle. Sobald du auf das Schwarze natürlich kommst, spritzt das natürlich wie Sau. Ja. Aber, wo wollten wir noch so schweißen? Das haben wir. Die haben wir alle, hier haben wir. So, diese Aufnahmen hier. Das hier würde ich gerne auf jeden Fall komplett schweißen, auf beiden Seiten. Weil das ist die Hauptverbindung von Querlenker zum... Nein, das kann nie scheitern, wenn wir das komplett durchziehen. Ja, ja, mach mal. So, einmal durchgezogen. Boah, wie schnell aber auch, ne? Ja, ja, aber sieht man auch hier wieder, war, also egal an welcher Ecke du schweißt, du musst eigentlich immer aufhören und einstellen. War jetzt zum Beispiel zu viel. Ist wieder zu dick, oder wie? Genau. So, das heißt, ich kann jetzt ein bisschen Draht wegnehmen. Es gibt Schweißgeräte, da kann man, also Max-Schweißgeräte, da kann man das sogar in der Hand, also im Handgerät ändern. Da kann man wirklich im Handgerät hoch und runter drücken. So, wieder in Deckung. So, das ist hier auf jeden Fall jetzt eine saftige Verbindung. Das sieht fest aus. Ja, das ist richtig, 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 richtig durchgeschweißt. So, weiter geht's. Da war jetzt hier unten so richtig Dreck drin.
war aber wirklich so richtig, richtig direkt drin. Und sobald das dann, weißt du, das wird dann so richtig eklig. Okay. So, wir werden doch langsam warm. Schon lange genug nicht mehr geschweißt. Kann sich doch schon sehen lassen, ne? Ich denke. Wenn ich so die Originalnähte nehmen sehe. Jetzt ist natürlich das Problem, jetzt wissen wir auch, warum Marius so sauer war. Weil wir haben die perfekt gestrahlte Achse. Er hatte keine perfekt gestrahlte Achse, ne? So, jetzt gucken wir mal, wo wir hier noch so zumachen. Machen wir mal, das wird jetzt ein bisschen spritzen und dreckig werden, aber ich will auf jeden Fall die Ecke hier zumachen. Ja, macht Sinn. Eigentlich ja ganz geil, weil macht einfach Spaß. Einfach, ja, so, einfach so sinnlos drauf losschweißen. Durchbraten. Ist immer gut. So, die Ecke machen wir auch noch. Dann haben wir noch richtig einen draufgelegt. Und so stelle ich mir das in Summe eine ganzen Achse vor. Diese Kante jetzt zuzuschweißen, wird mit Mack ein bisschen mehr ein Problem, weil das sieht man hier auch relativ schnell links und rechts verläuft. Ja. Das heißt, wir fangen einfach mal hier an und gucken mal, inwieweit man das hinkriegt. Ich würde jetzt aus dem Bauch heraus sagen, wir machen lieber ein bisschen weniger Strom und dann gucken wir mal. So, das ist so eine typische Kante, die finde ich persönlich für jemanden, der jetzt nicht so jeden Tag schweißt und dementsprechend halt einfach auch so ein bisschen zittriger ist. Bin jetzt nicht zittrig, aber so finde ich es einfacher, das wirklich einfach Punkt an Punkt an Punkt immer so draufzusetzen, ne? Hm. Weil dann kann man immer neu ansetzen. Das war mal eine Naht, wa? Ganz vergessen, wie warm das unter diesem Helm wird, Alter. Ja, so finde ich, sieht das schön aus. Problem ist natürlich hierbei, pass auf, wir machen mal die Masse ab, dann kann nichts passieren. Wenn ich an der Stelle drauf halte, ist es natürlich wirklich ein paar Grad, dass der Draht links oder rechts rüber schießt. Also du kannst es hier nur schön schweißen, wenn du wirklich genau die Mitte jedes Mal triffst, ne? Und da ist es natürlich einfacher, es wirklich Punkt, Punkt, Punkt zu machen, ne? Ja. Weil du siehst ja, wie der da schon rausschießt, ne? Ja, okay, verstehe. So, also ich würde sagen, Philips Schweißstunde. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal. Ich glaube, ich habe das letzte Mal Mack geschweißt, intensiv. Limo-Seitenteile. Da haben Marius und ich hier richtig Gas gegeben. Aber wird auch langsam. Ich schweiße jetzt noch das hier auf jeden Fall zu Ende. Mhm. Dann schweiße ich auf jeden Fall diese Ecke hier noch so ein bisschen. Mal gucken, vielleicht fülle ich das hammerhart komplett zu. Mal gucken. Ja, und dann gucke ich nochmal in Ruhe, wo ich vielleicht nochmal ein paar Dinger reinsetze. Aber an dieser Stelle auf jeden Fall, Mario, sorry nochmal. Begeisterung war groß. Begeisterung war groß. Wir haben beide gedacht, dass das einfacher geht. Es ist halt wirklich, ich will auch nicht wissen, was da so an Wachs drin ist über die Jahre, an Dreck und so weiter. Und alles, was Dreck ist, ist beim Schweißen immer Baustelle. Ja, aber so sieht das gut aus. Das werde ich jetzt allerdings nicht bei dem ganzen Achskörper machen, weil hier so in dem hinteren Bereich macht das definitiv keinen Sinn. Das heißt, das ziehe ich hier, ja, wobei, guck mal, hier haben sie es sogar schon ab Werk. Ist eigentlich immer ganz witzig hier, ne? Ganz witzig zu sehen. Hier, ja. Da haben sie selbst im Werk schon das Problem beim Schweißen, weil immer, wenn du diese ganzen Punkte siehst, ne, weißt du halt, dass das schon dreckig damals war. Ja, das heißt aber, guck, selbst die haben das komplett schon verschweißt. Hier brauchen wir nichts machen, aber so diese ganzen kleinen Ecken. Ja. Die ganz kleinen Ecken. Ob es am Ende was bringt, kann ich nicht sagen. Kostet aber kein Geld. Nur ein bisschen Aufwand. Für euch wieder cooles Videomaterial. Und am meisten, sage ich allerdings, bringen diese Stifte was. Also noch besser wäre natürlich gewesen, einschneiden und richtig ein Stehblech rein. Wir wollten jetzt aber das nicht übertreiben. Deswegen einfach nur so. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.